Länderspielpause ist eigentlich, aber nicht, wenn man Fan vom FC ist, denn es gibt ein Spiel obendrauf, weil der Trainer Markus Anfang noch weiter testen will. Und zwar will er den Leuten die Chance geben, die in letzter Zeit nicht so viel gespielt haben. Und deswegen geht es heute hier um 19 Uhr los zwischen dem SV Wien Wiesbaden und dem 1. FC Köln. Und somit ein herzliches Hallo von meiner Seite. Die beiden Mannschaften, geführt vom Schiedsrichtergespann, gehen jetzt so langsam auf den Platz. Und das gibt uns nochmal die Zeit, auf die Aufstellung der beiden Mannschaften zu schauen. Fangen wir mal an bei den Gastgebern, die hier in den schwarz-roten Trikots auflaufen. Die Hausherren in der dritten Liga mit einem relativ schwachen Start, aber darauf können wir später nochmal eingehen. Mit Golki im Tor, dann ist es taktisch wohl ein 4-3-3-System mit Andrist, Mockenhaupt, Christo Rivero und Minzen in der Viererkette, dann Leuch, Mrokwa und Dams und vorne die drei, die für Furore sorgen sollen. Szczepkonski, Guder und Gejrek. Und beim FC wurde natürlich ein bisschen durchgewechselt, wie auch schon angesprochen. Markus Anfang will hier denen die Chance geben, die in der letzten Zeit nicht so viel gespielt haben. Und somit dann im Tor ist Thomas Kessler, der mal wieder ran darf, der Mann, der seit 2012 im Verein ist. Die Viererkette dann mit Hannes Horn in der Innenverteidigung, Lasse Sobich und Frederik Sörensen und rechts außen Matthias Bader, der aber womöglich dann zur Halbzeitpause, wie vermutet wird, durch Benno Schmitz ausgetauscht werden soll, weil der auf der rechten Seite auch noch ein bisschen für Übung eingesetzt werden soll. Und Hector, der ja ohnehin auch geschont wurde, der auch nicht bei der Nationalmannschaft dabei ist, aber auch nur, weil er in der letzten Zeit enorm viele Spiele hatte und man ihn natürlich nicht überreizen will und deswegen hier vorsichtig mit ihm umgeht. Und im Mittelfeld ist es dann auf der 6 und auf der 8 Lehmann und Höger, links außen Zoller, auf der 10 Hauptmann, rechts außen Rosiello und in der Mitte der Mann, der hier auch den Anstoß ausführen wird, Córdoba, der dann auch die Tore sorgen soll, nachdem natürlich Simon Terodde genug im Soll ist und der eh richtig heiß war auch in der letzten Zeit und enorm viele Tore auch geschossen hat. Zuletzt ja den Doppelpack gegen St. Pauli. Und der erste FC Köln in den weißen Trikots von rechts nach links, Spiel hat begonnen. Und Wien Wiesbaden, die hatten natürlich einen enorm schlechten Start, hatten nur das erste Saisonspiel gewonnen und dann seit den letzten 5 Spielen kein einziges mehr gewinnen können und dabei auch nur noch einen Punkt mehr geholt. Also da läuft nicht viel, aber im Pokal hat es trotzdem geklappt. Da haben sie gegen St. Pauli gewonnen. Und das natürlich auch ein bisschen glücklich, aber dann doch auch verdient in der Verlängerung.
waren es dann 2 Minuten, die das Genick von den Hamburgern gebrochen hat, als sie 2 Tore innerhalb von 3 Minuten bekommen hatten. Also man ist vorgewarnt, das ist ja auch keine Gurkentruppe. Die sind letztes Jahr Vierter in der 3. Liga geworden, nur um Haaresbreite die Relegation verpasst. Also das ist wirklich jemand, gegen den man testen kann. Und da kommt gleich mal Hauptmann, der da aber auch gut abgegrätscht wird und fair vom Ball von Mockenhaupt. Cordoba. Abseitsposition erkannt. Auch sehr eng von der Kameraeinstellung, auch schwer zu sehen. Wir sind hier übrigens in der Brita Arena. Hier passen knapp 13.500 Leute rein. Es sind noch ein paar Plätze frei. Aber es sind trotzdem auch relativ viele FC-Fans da. Man merkt auch gleich, dass der FC hier das Spiel annimmt und versucht hier gegen Wien Wiesbaden ihr eigenes Spiel durchzuziehen. Das muss natürlich auch der Anspruch sein, nachdem man so unglaublich gut in diese Zweitligasaison gestartet ist und auch vollkommen zu Recht auf Platz 1 steht. Markus Anfang hat dir gesagt, dass der Start nicht nur an den Ergebnissen gut war, sondern dass die Mannschaft das auch unglaublich gut umgesetzt hat und dass sich da auch wirklich was entwickelt, und das ist natürlich den Weg, den man hier weiter sehen will, so dass es dann im besten Fall so schnell wie möglich wieder in Liga 1 geht. Ja, versucht da links außen Hauptmann in den Lauf zu spielen. Der Ball kam aber leider nicht an. Also man merkt schon, Wien Wiesbaden, die haben da, auch wenn wir noch sehr, sehr jung in diesem Spiel sind, ein paar Probleme, weil Köln auch hoch steht, ein frühes Pressing spielt und selber, wenn sie den Ball haben, auch gut verteilen. Erste Torschuss, der von Wien Wiesbaden abgegeben wurde, von Szybnowski, der auf der linken Außenbahn spielt und von Kaiserslautern hier zu Wiesbaden gewechselt war und jetzt dann auch gefoult wurde. Die zum Freistoß geführt hat. Drei-Mann-Mauer steht. Direkt ausgeführt und genau da bleibt er auch hängen. Und jetzt kann es vielleicht mal schnell gehen. Die Kontermöglichkeit. 3 gegen 4. Auf der linken Seite kommt Höger mit. Und er kriegt ihn auch. Ja, die Flanke findet das Ziel nicht. Wurde da versucht, Cordoba anzuspielen. Horn.
Also die letzten Tage wurden auch viel benutzt, um Tests zu machen, Trainingstests vor allem. Also da wurde Drexler und Chicos am Mittwoch getestet, also somit gestern. Und deswegen durch diese Leistungstests sind die dann nicht immer beim Mannschaftstraining dabei, aber das sind alles gute Zeichen, wenn die Jungs das da gut durchstehen. Und das ist natürlich eine gute Voraussetzung, wenn Markus Anfang hier aus dem Vollen schöpfen kann. Deswegen ist auch niemand aus der U21 oder U19 dabei, weil er eben gesagt hat, wir haben genug da bei uns, die spielen wollen und spielen können. Und das will er ihnen natürlich auch nicht verwehren, dass sie hier zum Einsatz kommen und sich selber auch mal zeigen können. Und zeigen können, dass sie hier mehr als nur eine gute Alternative wären. Wieder, der da den Einwurf rausgeholt hat. Udo, der Mann, der auch in Kiel gespielt hatte, dort auch da unter Markus Anfang. Schipnowski wieder mit dem Schuss. Und diesmal war es ein bisschen gefährlicher. Also auf Schipnowski sollten sie ein bisschen mehr Acht geben. Der ist nämlich sehr spritzig da auf seiner rechten Seite. Und der hat auch einen ganz guten Schuss. Wie man hier sehen konnte, auch wenn der noch nicht aufs Tor gekommen ist. Thomas Kessler musste da nicht eingreifen. Schon im Aus, wenn ich es richtig erkannt habe. Rüdiger Rehm, der Coach bei WN Wiesbaden. 39 Jahre jung, noch ein sehr junger Coach, aber er hat hier bisher guten Erfolg gehabt mit WN. Auch wenn es jetzt in der aktuellen Zeit nicht sonderlich gut läuft. Wir halten bisher noch an ihm fest. Horn. Ja, immer wieder kommt er nach vorne. Die sind jetzt ein bisschen besser ins Spiel gekommen, machen die Räume enger, stehen nach hinten besser und machen es dem FC nicht leichter, hier nach vorne zu kommen. Der FC hier nach den ersten knapp 10 Minuten noch mit keiner wirklichen Torchance, dafür gegen Wiesbaden mit zwei kleineren Schüssen, die beide von Schipnowski abgegeben wurden. Im FC gab es bisher nach vorne chancenmäßig noch nicht wirklich was. Aber das kann sich ja noch schnell ändern. Hüger, der mir hier in der Anfangsphase sehr gut gefällt, natürlich mit seiner Erfahrung das Spiel auch bestimmt und vor allem auch defensiv da richtig gut arbeitet. Gut aufgepasst. Ja, von Sörensen. Und hier auch wieder wichtig, dass er da beim Zweikampf stört. Also vor allem Schipnowski und die rechte Seite, auf der Guder immer wieder auftaucht. Da finden sie bisher ein paar Lücken. Aber so wirklich gefährlich ist es dann auch noch nicht. Da will ich dann auch die Kirche im Dorf lassen.
Aber mit solchen Fehlpässen lädt man Wien Wiesbaden ein. Aber die können es nicht gut ausspielen, weil der Pass von Pere nicht gut ankommt. Das sollte man natürlich unterlassen. Das wird auch Markus Anfang nicht gerne sehen. Wenn man hier im Spielaufbau den Ballbesitz so herschenkt. Das Spiel ja heute präsentiert von Rewe. Das wird ja auch auf der YouTube-Seite von Rewe übertragen. Auf Facebook bei Köln und auch auf dem YouTube-Kanal. Also auch an die, die von dort zuschauen, ein herzliches Hallo. Wir sind hier beim Testspiel des 1. FC Köln gegen Wien Wiesbaden. In der Länderspielpause. Markus Anfang will denjenigen eine Chance geben, die bisher wenig gespielt haben. Und die merken, dass es nicht einfach ist gegen den Drittligisten, auch wenn der in dieser Saison noch nicht so erfolgreich war. Sörensen. Horn. Pass. Das kann er besser, der Routinier, der das letzte Mal im Februar gespielt hatte. Der ehemalige Kapitän. Und jetzt mal wieder von Beginn an ran darf. 35 Jahre ist er jung, hatte noch keinen Einsatz diese Saison in der zweiten Bundesliga. Natürlich, Jonas Hector ist gesetzt und dann ist es ein Kampf um diese zweite Position im defensiven Mittelfeld. Aber das von hinten, auch wenn es nicht böse war, ist es ein klares Foulspiel von Lorch. Und der ist schnell ausgeführt, Córdoba. Merkt ihr, dass Wien da richtig gut zustellt? Die verteidigen da mit 11 Mann. Also das ist nicht leicht, hier die Lücke zu finden und vor allem vorbeizukommen. Ein Ballverlust von Córdoba. Man kann zumindest da das Tempo aus der Geschichte rausnehmen. Was schon mal viel hilft, damit die ganze Mannschaft natürlich da dann im Kollektiv nach hinten kommen kann. Ja, Córdoba ackert auch nach hinten, auch wenn er dann das Foul begeht. Macht das zuerst stark und dann ein bisschen ungeschickt. Stoß ausgeführt von Minzel, dem linken Verteidiger bei Wien Wiesbaden. Ja, Doppelpass und Laufduell, aber stark abgelaufen. Von Bader. Zu hoch und er ist nicht wirklich ein Problem für Thomas Keller. Rubisch.
Roselio. Ja, kommt nicht an bei ihm. Natürlich hier der junge Franzose mit der 21, der hier im Bild ist. Roselio, der Mann, der noch nicht so lange im Verein ist, aber ein enorm interessanter und talentierter Spieler ist. Da im defensiven Mittelfeld technisch enorm versiert. Der hier natürlich auch ein Mann für die Zukunft ist. Da kann man gespannt sein, wie er sich beim FC entwickeln wird. Da ist jetzt mal ein bisschen Platz. Klasse Übersicht. Cordoba kann den nicht kontrollieren. Aber da ging es mal schnell. Da können Sie mal sehen, wie Sie es schaffen können. Der erste kleine, in Anführungszeichen, Schussversuch der Geißböcke. Lass laufen! Und auch mit eingeleitet vom Franzosen, den ich gerade noch angesprochen hatte. Zu erreichen. Da für Jannis Horn. Ja, und den legt er ihm direkt vor die Füße. Aber nochmal Glück für die Kölner. Als Offensivfoul gewertet. Das Einsteigen da gegen Ninzel. Hat ein Kopfballduell und dann hat der Zoller ein bisschen den Arm draußen. Ist vertretbar die Entscheidung. Den ersten Eckball für den Wiesbaden. Und da muss natürlich die Konzentration immer hoch sein. Da kann immer mal was passieren durch so eine Standardsituation. Zweiten Pfosten ausgeführt. Ja, und dann mit vollem Risiko mal genommen. Warum auch nicht? Aber das Tor trifft der Versuch bei weitem nicht. Ja,
Und wieder ein Offensivfoul gewertet da von Córdoba diesmal. Und jetzt kann es mal schnell gehen. Klasse durchgesetzt. Córdoba. Höger. Höger setzt sich da wieder durch, kommt zu Fall und es gibt keinen Freistoß. Also für mich hätte man da schon auch pfeifen können. Nachdem sich da Höger kurz davor schon richtig stark durch zwei, drei Spieler durchgetankt hatte. Hat den Ball nicht richtig unter Kontrolle bekommen, Simon Zoller. Und hier gibt es dann nochmal ein kleines Gespräch mit dem Unparteiischen zwischen Marco Höger und ihm wegen der Aktion gerade davor, als er zu Fall gekommen ist. Die Kölner Bank. Da sind noch Bartels, Horn, Fischo, Schmitz, Clemens, Drexler, Guriassi und Terodde dabei. Wir können mal gespannt sein, wer da dann noch aufs Feld kommen wird. So, und dann sind wir nach einer kurzen Unterbrechung auch wieder zurück. Gab ein kleines technisches Problem. Wir sind in der 24. Spielminute beim Testspiel zwischen Wien Wiesbaden und dem 1. FC Köln. Es ist noch ein torloses 0:0. Und der FC kommt jetzt mal wieder über die linke Seite, über Horn. Im Zusammenspiel mit Hauptmann. Wien Wiesbaden zu ein, zwei kleinere Möglichkeiten gekommen ist. Und dass der FC jetzt wieder einigermaßen im Griff, aber immer wieder im Aufbau. Kleinere Fehler, die Wiesbadener immer wieder einladen, dazu kontern, aber sie spielen es nur nicht gut runter, weil sie dann auch doch noch am Ende gut verteidigt werden von den Geißböcken. Aber das sollten sie natürlich unterbinden diesmal. Was Bader, dem der kleine Fauxpas unterlaufen ist. Ja, immer wieder viel Pässe im Mittelfeldbereich. Aber immer wieder auch weiter der Druck auf den ballführenden Spieler, die dann zu Fehlern gezwungen werden sollen. Und das war stark erobert. Nur der Ball gespielt von Höger. Und dann hat er auch noch die Übersicht. Hauptmann und Córdoba warten. Und dann gibt es aber vorher den Freistoß für Zoller. Und das ist mal
eine gute Ausgangsmöglichkeit, um hier mal gefährlich zu werden. Ja, da wird er, auch wenn nicht stark, leicht getroffen, was ihn natürlich aus dem Rhythmus bringt. Und dann ist es nur verständlich, dass es dafür einen Freistoß gibt. Hannes Horn hat ihn sich bereitgelegt, hat er noch den Blick rübergeworfen. Sörensen hat mit dem Kopfball nicht den Abseits verdächtig, ohnehin nicht zu erreichen. Da für Guder. Zauberkiste ausgepackt von Córdoba. Ja, und wieder gut Druck gemacht, sodass sie da fast wieder den Ball erobert hätten, weil Leuch der Fehler unterläuft. Da ist wieder eine Chance. Und wieder ist es der Altbekannte. Niklas Schipnowski. Der schon zum dritten Mal vor dem Tor von Thomas Kessler auftaucht. Aber bisher musste Thomas Kessler nie eingreifen, weil der Ball immer neben das Tor gegangen ist. Oder eben drüber. Der Mann mit der Nummer 11 bei Wien Wiesbaden, der auf der linken Seite zu Hause ist. Und mit 20 Jahren auch noch ein richtig großes Talent bei Wien Wiesbaden und auch hier für Furore sorgt. Da ist wieder viel Platz. Und da ist dann das 1:0. René Guder. Der Mann, der das 1:0 erzielt. Eine schnelle Kombination. Und dann überlistet er auch noch am Ende Thomas Keller. Kessler. Ja. Das ist natürlich durch die Hosenträger. Ganz bittere Geschichte. Und dann steht es nach einer knappen halben Stunde 1:0 für die Hausherren und der FC muss hier eine Schippe drauflegen. Wien Wiesbaden immer wieder die Chance gegeben. Gerade wegen den Ungenauigkeiten im Spielaufbau. Sie kriegt den Freistoß. Mal ausgeführt. Und da ist jetzt richtig viel Platz. Der Flankenball kommt rein, aber kommt nicht an. Da hat er Córdoba gesucht.
Und Wien Wiesbaden, die machen es wieder richtig schnell. Aber diesmal Subic, der es noch vereiteln kann. Der sich immer öfter fallen lässt, weil er bisher vorne in der Spitze noch nicht so bedient wird. Möchte mal jetzt über den Flankenball, da ist richtig viel Platz. Ja, und bei dem Schuss, da knallen sie zusammen. Joselio und dann der Innenverteidiger von Wien Wiesbaden. Das sah ganz schön schmerzhaft aus, deswegen liegt er da auch noch am Boden. Das Tic Riviero. Ja. Jetzt sehen wir noch mal in der Wiederholung diese Aktion. Der Pass war klasse in den Rücken der Abwehr. Und dann trifft der Franzose ihn wohl an der Stelle, wo es ganz arg wehtun kann. Der steht auch schon wieder, auch wenn er immer noch Schmerzen hat. Dann wird womöglich da trotz allem für ihn weitergehen. Im Abseits. Bisher ist es nach vorne schwierig. Sie sind jetzt in der letzten Zeit vermehrt nach vorne gekommen. Aber so der letzte Punch, der letzte gute Pass, der fehlt noch ein bisschen. Und deswegen wird jetzt auch die Bank vom 1. FC Köln zum Aufwärmen geschickt. Jetzt ziehen sich gerade noch die Trainingsleibchen über. Nicht zu erreichen. Hier. Schipnowski. Jetzt kann es mal schnell gehen. Da ist nämlich richtig viel Platz auf der rechten Seite. Oder eben auch links. Was denn das für ein klasse Pass gewesen? Und dann legt er sich den leider einen Ticken zu weit vor. Also da war es mal eine richtig gute Aktion von Niklas Hauptmann. Auch wenn er da ein bisschen Pech hatte.
Ja, und wieder eine gute Aktion von Wien Wiesbaden. Die Chance ist weiter noch heiß. Kein Foulspiel. Oder? Nein, er folgt es als Offensivfoul. Nochmal drauf. Ja. Meines Erachtens auch die richtige Entscheidung, hier die Situation abzupfeifen. Also für diejenigen, die später zugeschaltet haben, wie in Wiesbaden gegen den FC hier im Test begonnen wurde um 19 Uhr. In der 30. Minute gab es dann das 1:0 für Wien Wiesbaden durch René Guder. Und der FC arbeitet hier dran, den Ausgleich zu erzielen. Über den technisch starken Franzosen, der den Ball verliert. Matze! Matze! Cordoba. Wieder bleibt der Schuss hängen. Und wieder müssen sie aufpassen, dass sie nicht hier in Gegenkonter laufen. 2 gegen 2. Und dann macht das ganz frech. Und Thomas Kessler war sich da, glaube ich, auch nicht ganz sicher, ob das ein Schuss oder eine Flanke war. Ich bezweifle, dass das René Guder so gesehen hat. Und da sieht man noch mal, wie knapp das eigentlich gerade war. Das wäre es natürlich gewesen, hier noch vor der Halbzeit den zweiten Treffer zu bekommen. Aber selbst das haben wir ja in der letzten Zeit gelernt. Ist nicht unbedingt so, dass es ein großes Problem ist, für den ersten FC Köln den Rückstand wieder wettzumachen. Wie zum Beispiel beim letzten Spiel gegen St. Pauli, als man 2:0 zurücklag und am Ende 5:3. Und jetzt gibt es nochmal den Freistoß. Ausgeführt, richtig viel Platz. Aber der Kopfball kommt nicht gezielt aufs Tor von Marco Höger. Aber zumindest war es mal ein Torabschluss. Das ist auch nicht so einfach, denn die Wiesbadener, die verteidigen das schon gut. Da die Lücke zu finden, ist nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Und immer wieder werden die Pässe wie hier von Schipnowski abgefangen. Ja, aber zumindest ist Horn hinten, der zum Eckball klären kann.
der zweite für die Hausherren, nachdem der Jeremias Lorch vorgelaufen war. Zweite Pfosten, aber Sörensen kann den vorerst klären. Zweite Chance ist aber noch da und dann der Kopf sehr tief. Da hinten von Höger. Also die Bankspieler bei den Geißböcken machen sich jetzt schon unser Thomas Kessler warm. Da wird es dann womöglich ein paar Veränderungen zur Halbzeitpause geben. Damit natürlich Markus Anfang hier die Möglichkeit hat, oder besser gesagt, jede Möglichkeit gibt, hier zu zeigen, was er drauf hat. Ja, hier auch eine eindeutige Sache, das Foul gegen Hauptmann. Willmann. Können Sie hier nochmal vor der Halbzeitpause eine Chance rausspielen, die die Wiesbadener zum Wackeln bringt, oder bleibt es hier bei der Führung für die Gastgeber? Mit 1 Minute 30 noch regulär zu spielen, plus etwaige Nachspielzeit. Position erkannt. Und wieder geht's schnell, aber diesmal ist Horn da und kann den noch klären. Mit Hilfe von Kessler. Cordoba. Rechts ist viel Platz. Und der kriegt da auch den Ball. Und der landet dann in den Armen von Kolke. Ja, die erste Halbzeit war bisher relativ chancenarm. Und man muss da in Wiesbaden noch offen sagen, sie haben die Chance, die sie hatten, genutzt. Zwei, drei andere sind nicht aufs Tor gekommen. Und damit führen sie hier 1-0. Der erste FC Köln muss hier in der Halbzeit 2 noch ein bisschen was oben drauf setzen. Vor allem was ins Offensive geht. Da muss ein bisschen mehr kommen. Hinten sollte man vielleicht ein bisschen versuchen, die Fehlpässe im Aufbau einzustellen, weil da hat man mehrmals in Wiesbaden eingeladen, um die auszukontern, was dann aber dann trotz allem auch gut verteidigt wurde. Wir machen eine Viertelstunde Pause und dann geht es hier weiter mit dem Spiel zwischen Wien Wiesbaden und dem 1. FC Köln, präsentiert von Rewe.
herzlich willkommen zurück. Ja, der FC, die stehen schon auf dem Platz. Wir warten noch auf Wien Wiesbaden. Die führen hier zur Halbzeitpause mit 1:0 hier bei dem Testspiel am heutigen Abend. Und wir können gleich mal schauen, ob es Wechsel zur Halbzeitpause gab. Oder ob Markus Anfang hier die Elf, die von Beginn an gespielt haben, weiterspielen lässt. Das werden wir aber dann gleich im Laufe des Spiels herausfinden. Und so langsam trudeln dann auch die Wiesbadener hier wieder aufs Feld. Zumindest kann man den Gang der Katakomben sehen. Da ist da schon ein paar mit roten Trikots stehen. Ja, um das Resümee der ersten Halbzeit so ein bisschen zusammenzufassen. Der FC tut sich nach vorne bisher noch schwer. Sie konnten da nicht wirklich richtigen Druck aufbauen. Und die Wiesbadener sind brandgefährlich. Vor allem im Umschaltspiel passen da immer wieder auf, wenn Köln im Aufbau die Pässe spielt. Fangen die da geschickt ab. Und das ist natürlich dann immer wieder gefährlich wurde. Und immer wieder Thomas Kessler da in Bedrängnis war. Und einmal hat es dann eben geklingelt. Und das war in Minute 30. Jetzt geht es dann wieder los. Beide Mannschaften haben die Seiten gewechselt. Somit dann können sie den weißen Trikots von links nach rechts. Gibt es den Wechsel bei Wien Wiesbaden? Da wurde der Torwart ausgewechselt. Markus Golke, für den ist dann heute Feierabend. Aber bisher scheint so, dass beim FC noch nichts verändert wurde. Also da dauert es dann noch ein bisschen, bis Benno Schmitz die Chance bekommt. Hier auf der rechten Verteidigerseite für Matthias Bader dann. So wird es zumindest vermutet. Der Rechtsverteidiger, der auch ein bisschen Spielpraxis sammeln soll und dann auch die Möglichkeit hat, sich Markus Anfang anzubieten. Ja, wieder ein ungenauer Pass, diesmal war es Lehmann. Und wieder die schnelle Kontermöglichkeit, aber dann ist Lehmann eben auch wieder hinten da und bügelt es da auch aus. Auch wenn er da wieder kurz gestolpert war. Aber natürlich darf man solche Testspiele dann auch am Ende nicht überbewerten. Es ist eben das, wie es auch genannt wird, ein Test. Und wichtiger ist, dass man in der Liga so unglaublich gut gestartet ist. Bis auf 2 Punkte konnte man alles mitnehmen, was ging. Und nicht von Tabellenplatz Nummer 1. Also, Niklas Schmitz ist auch neu gekommen bei Wien Wiesbaden. Gut erobert. Können wir gespannt sein, wie das der FC in der zweiten Halbzeit umsetzen wird. In der ersten standen sie hinten dann bis auf kleinere Fehler. Wirklich gut, bloß nach vorne. Dort muss schon noch ein bisschen mehr kommen. Vor allem von Córdoba, der natürlich das auch nicht unbedingt leicht hat, sich die Bälle auch oft von hinten holen muss. Und vorne war dann bisher ein bisschen glücklos unterwegs. Seine Schüsse wurden da von Abwehrspielern abgeblockt. Oder kam erst gar nicht dazu. Aber jetzt vielleicht mal. Auch der Pass ist ein Ticken zu weit für den Franzosen. Stark gemacht.
Ja, aber kein Foulspiel. Spiel. Der Ball auch zu schnell ausgeführt. Zuerst war es Höger, der den Ball verloren hatte. Und dann ist es Horn, der da kurz einen Prozess macht. Also bisher ein ähnliches Bild wie in Abschnitt 1. Köln bemüht, aber bisher noch mit wenig Schlagkraft nach vorne. Und wieder ein klasse Pass und diesmal hat er ihn gut abgewehrt. Thomas Kessler, klasse Parade. Wieder im Duell gegen René Guder. Und wieder so ein Pass in die Mitte, der durchs Zentrum durchgeht. Wieder kein Abseits, ähnlich wie auch schon beim 1:0. Und es gibt den Eckball für die Gastgeber für Wien Wiesbaden. Ausgeführt auf der linken Seite von Minze. Da gibt nur Abstoß. Versucht das mal schnell zu machen. Aber selbst da waren die Geißböcke noch nicht vorgerückt und somit ist dann die Chance sofort vorbei gewesen, wo sie nicht mal richtig angefangen hatte. Kein Foulspiel. Die Situation läuft weiter. Lehmann. Cordoba. Das ist auch schwierig. Da sind die immer in Überzahl hinten in der Abwehrkette. Bisher ist es da richtig schwierig für Cordoba, für Rosario und für Zoller, da richtig Druck auszuüben. Cordoba. Vielleicht jetzt mal mit einem Doppelpass. Aber der kommt leider nicht an. Der versucht da von Höger Cordoba in Szene zu setzen, auch wenn es nicht schlecht angedacht war. Hat in der ersten Halbzeit ein, zwei Aktionen gehabt, wenn da das Tempo hochgehalten wurde, dann wurde es richtig schwierig für Wien Wiesbaden. Aber bisher konnte man das nicht wirklich in der zweiten Halbzeit auch durchbringen. Schade. Der fehlt natürlich jetzt hinten. Aber dann stark ausgeholfen. Und da ist er jetzt mal gut durchgekommen. Kein Foulspiel, aber es gibt zumindest mal einen Eckball. Und da haben wir es mal gesehen. Da ist es mal kurzzeitig richtig schnell geworden. Und Hauptmann hat mal einen Gang höher geschaltet. Aber dann war beim zweiten Mann Endstation. Der Gams.
Und der Eckball wird gleich ausgeführt an kurzem Pfosten. Weiter bei Besitz Köln-Hilber. Er kriegt den Ball nicht zu Cordoba, Vorteil angezeigt und dann geht es wieder schnell. Seit der 30. Minute führt hier Wien Wiesbaden mit 1:0 durch das Tor von René Guder und wir hatten sogar in Halbzeit 2 noch die Chance auf 2:0 erhöhen und auch wieder René Guder, ähnlich wie auch schon beim 1:0, eine richtig gute Torchance durch den Pass in die Mitte und dann stand er wieder plötzlich ganz alleine vor Thomas Kessler. Diesmal konnte aber der 32-Jährige unglaublich den Ball abwehren. Und es bleibt nur bei dem einen Gegentor. Versuchen natürlich hier noch einen draufzusetzen mit einem 2:0. Das würde natürlich deren Selbstbewusstsein enorm gut tun, nachdem sie in der Liga bisher nur ein Spiel bei 6 Spieltagen gewonnen haben. Und der verpasst er nur knapp zum Kopfball. Natürlich, so wie die FC-Fans drauf sind, lassen sich von dem Spielstand die Stimmung nicht vermiesen. Und halten hier jetzt ordentlich ein. Johannes Horn kriegt noch einen Schluck und dann ist er auch so weit, um den Freistoß hier auszuführen. Lehmann rausgegangen. Der darf für heute Feierabend machen. Und für ihn ist dann Yudasi reingekommen. Der natürlich vorne dann nochmal für ein bisschen mehr Druck sorgen soll. Also ein defensiver Mittelfeldspieler raus und ein neuer Stürmer rein. Welche Marschroute da Markus Anfang in diesem Testspiel geht. Wir sehen es dann nochmal in der Grafik.
Vorteil angezeigt. Und wieder die Chance, Lattentreffer. Die Chance ist noch da, Nachschuss abgewehrt. Jetzt kommen sie da hinten mal raus, also wieder eine riesengroße Möglichkeit hier für Wien Wiesbaden zum 2:0 zu erhöhen. Ja, und dann kommt sowas eben auch noch mit dazu. Und jetzt sehen wir hier nochmal diesen Knaller. Den Jöde da ans Aluminium geknallt hat. Also eine gute halbe Stunde bleibt dem FC noch, um hier ein Tor, beziehungsweise vielleicht im besten Fall noch zwei zu machen, um hier am Ende als Sieger vom Platz zu gehen bei diesem Testspiel zwischen Wien Wiesbaden und dem ersten FC Köln. Kontakt, aber wird nicht gepfiffen. Geht zumindest den Eckball, den der Lüders hier rausholt. Da wäre es fast gewesen. Nach diesem Eckball. Eckball ein Ticken zu weit rechts. Geht am Tor vorbei. Dann sehen wir es nochmal. Sörensen ist es dann am Ende gewesen, wenn ich es richtig erkannt habe. Nee, so dich. Jemand, der den Kopf abgegeben hat. Und jetzt gibt es da auch eine kleine Unsicherheit beim neuen Torwart. Kurz. Ja, der Ball war wohl schon im Aus. Auch wenn die da natürlich noch ein bisschen beschwert wird von Zoller. Also es ist nicht heute unbedingt der Abend vom FC, zumindest bis jetzt. Nach diesen gut 63 Minuten nicht. Aber da bin ich ganz ehrlich, da kann man bei so einem Testspiel auch drüber hinwegschauen. Solange man solche Leistungen wie gegen St. Pauli in der Liga bringt, dann ist das vollkommen okay. Jetzt gibt es den nächsten Wechsel. Und da ist dann, wie schon angesprochen, Feierabend für Matthias Bader. Und für ihn kommt dann Benno Schmitz. Der dann von RB gekommen ist und in der Jugend beim FC Bayern gespielt hat. Und jetzt hier auch noch eine gute halbe Stunde zum Einsatz an diesem heutigen Donnerstagabend kommt. Da gibt es jetzt gleich mal die gute Kontermöglichkeit. Ja, und das muss dann auch die erste gelbe Karte in diesem Spiel geben. Nach dem klar taktischen Foul an Zoller. Der wäre sonst auf und davon gewesen. Und Schmitz gleich mit seiner ersten guten Aktion, als er den Pass dazu Zoller gebracht hatte. Also hier braucht er nicht mal 15 Sekunden, um sich gut einzufügen.
Jens Horn wird den Freistoß ausführen. Und der könnte natürlich gefährlich sein mit Cordoba und wieder sie vorne drin. Hinten zu kurz. Da wird natürlich aufgepasst, nicht dass gleich der Gegenkonter gespielt wird und das machen sie gut. Die Abseitsfahne bleibt unten. Und da wäre es fast gewesen. Voll geht am Tor vorbei. Also immer wieder diese guten Kontermöglichkeiten von Wien Wiesbaden und das hier nach diesem Freistoß in der gegnerischen Hälfte. Da muss man natürlich gehörig aufpassen. Auch wenn am Ende nichts draus geworden ist. Aus Sicht von Wien Wiesbaden. Wahnsinn. Gibt es ein paar Wechsel bei den Wiesbaden. Da wird jetzt fast die komplette Mannschaft ausgetauscht. Natürlich, das gehört auch dazu bei einem Testspiel, dass alle mal ein bisschen ran dürfen und ein bisschen ausprobiert werden kann. Also somit frische Kräfte, um hier nochmal alles zu geben. Also Innenverteidigung wird komplett ausgewechselt. Und dann geht es jetzt auch wieder weiter. Auch noch mal in der Grafik. Rückenhaupt geht raus, würde man und für ihn rein. Hauptmann. Klasse durchgesetzt. Und da kommt der Zufall. Und da gibt es den Pfiff und den Freistoß. Cordoba hat da mal richtig schnell umgeschaltet. Schön mit der Drehung den Ball mitgenommen. Und dann kann er nur mit dem Foul gestoppt werden. Kurz vor der Strafraumlinie. Wir sehen es nochmal. Und das ist mal eine richtig aussichtsreiche Position. Und Jersey legt ihn sich hin. Zieht nochmal die beiden Stutzen hoch. Und dann ist er bereit, den hier irgendwie an dieser 5-Mann-Mauer vorbeizuschnibbeln. Natürlich am schönsten und am liebsten würden wir den oben rechts klingeln sehen. Wir können gespannt sein, was er da draus macht. An die Latte! Also eine richtig gute Möglichkeit da vom Franzosen. Auch noch ein bisschen abgefälscht, da auf den Rücken von Schmitz gespielt. Das wäre es natürlich gewesen, wenn aus dem Spiel, aus dem Laufenden nicht so viel kommt, dass es so eine Standardsituation ist. Aber da kommt natürlich jetzt gleich der Eckball hinterher, vielleicht wird es damit was.
Und dann legt ihn nochmal raus. Und da wäre es fast gewesen. Wieder die riesengroße Möglichkeit, diesmal von Córdoba. Und diese klasse Hereingabe von Horn. Jetzt kommen sie im Sekundentakt, die Chancen. Sie hätte da vielleicht noch den Ball irgendwie reinschieben können, kommt aber auch nicht mehr ran. Die Geißböcke spielen sich jetzt so langsam warm. Genauer Pass von Höger und sie machen es nicht. Also wieder so ein riesengroßes Geschenk. Damit kann man froh sein, dass der Schuss das Tor verfehlt. Ja, sonst wäre es da richtig schwierig geworden für Thomas Kessler. Córdoba. Da ist Girassi. Ja, und er verliert den Ball. Und kann sich dann nur mit einem vermeintlichen Foulspiel helfen, das aber gar nicht gepfiffen wird. Und da ist Zoller, der den Ball nicht richtig trifft. Also für mich sah es im ersten Moment aus, als hätte der Girassi mit unfairen Mitteln gearbeitet. So sah das aber zum Glück der Unparteiische nicht. Dann hier die Aktion. Natürlich nimmt er den damit vollem Risiko. Aber leider wird er dafür nicht belohnt, Simon Zoller. Jetzt ist er wieder vorne dran. Und wieder kommt Wien Wiesbaden mit den schnellen Konterspielern, die natürlich alle frisch reingekommen sind. Und natürlich hier gegen den Zweitligisten, die im ersten FC Köln richtig motiviert sind. Gerade weil sie auch das 1:0 im Rücken haben. Thomas Kessler spielt mit. Eindeutiger Freistoß. Wieder von der Seite diesmal. Und wenn wirklich Gefahr heute ausgestrahlt wurde, dann durch die Standardsituation, ob es Eckbälle oder Freistöße war. Die beste Chance in diesem Spiel hatte Girassi vor ein paar Minuten. Der den da an die Latte knallte. Wieder den Freistoß. Also da können sie den flinken Franzosen auf der linken Seite nicht wirklich stoppen.
auch wenn Schmidt da noch nicht lange auf dem Feld ist. Cordoba zu Fall, diesmal im Strafraum. Aber diesmal wird nicht gepfiffen. Hören Sie da in Abseitsposition. Ja, und wir gehen immer mehr dem Ende dieser Partie zu. Nach 15 Minuten sind sie noch. Und weiter führt hier Wien Wiesbaden seit der 30. Minute mit 1:0 durch das Tor von René Goda. Wir hatten auch sogar die Chance hier auf 2:0 erhöhen. Wir hatten auch einen Aluminiumtreffer, aber den hat Köln zumindest ausgeglichen. Mal Glück. Aber man kommt da trotzdem nicht vorbei. Also ich habe schon mal gesagt, heute ist bisher noch nicht so viel drin gewesen. Da war so ein bisschen der Wurm drin. Viele Aktionen waren mit Pech begleitet. Auch wenn man sich da trotz allem gut bemüht hat und gut gerackert hat. Eine Tor bleibt bisher verwehrt. Ja, da kommt er auch gut zu spät in diesem Zweikampf. Toller. Was hier angenommen. Zoller, Zoller. Der Schuss wird abgeblockt. Ja, und bleiben Sie wegen dem individuellen Fehler weiter im Ballbesitz. Ui, das war mal ein sehr, sehr guter Schuss von Cordoba. Also wie er den so aus der Drehung gezielt und mit Schmackes da hinbekommen hat, Hut ab. Den müssen wir erstmal da so hinbekommen. Ja, auch da eine Abseitssituation erkannt. Somit die Chance schon, bevor sie entstehen konnte, unterbunden. Der Pass für Zoller. Auch wenn da viel Platz für ihn war auf der rechten Seite. Das war dann so der erste kleine Fehlpass von Benno Schmitz. Das ist noch drin
für den FC. Was können sie hier noch gegenstemmen, um die Testspielniederlage abzuwenden? Noch ist noch mehr als genug Zeit. Also da braucht man sich gar keine Sorgen machen, das ist alles noch zu wuppen. Zoller. Flanke auf den zweiten Pfosten. Und hier sehen wir nochmal den schönen Schuss von Córdoba. Also technisch sehr versiert, den da so aufs Tor zu bringen. Das kann man oder man kann es eben nicht. Jetzt holt zumindest ein Eckball raus. Führt den aus. Und vielleicht wird es jetzt mal gefährlich. Kurzer Pfosten. Der Fernschuss abgefälscht. Gibt noch mal einen oben drauf. Diesmal von der anderen Seite. Und natürlich sind da alle Großen mit vorne. Sören, Sübich, Córdoba, Ibasi. Schmidt lauert hier vom 16-Meter-Raum auf den Abpraller, der dann gezielt aufs Tor kommen soll. Und wieder gar nicht so ungefährlich. Wenn da einer den Fuß hinhält, dann könnte es auch klingeln. Also 1373 sind hier heute im Stadion. Das Spiel angezeigt. Und da gibt es auch gleich die Verwarnung noch oben drauf bei dieser Grätsche von hinten. Verständlich. Natürlich wollen wir nicht, dass sich hier jemand verletzt. Nochmal die Aktion geht dann nur auf den Mann. Sie verständigt, dass der Unparteiische hier gleich die Verwarnung zeigt. Hat durchgesetzt. Wir sehen Wiesbaden jetzt nach vorne immer ungefährlicher, weil Köln den Druck immer mehr erhöht. Und dadurch wie in Wiesbaden fast gar nicht mehr hinten rauskommt. Muss die Geisbürger auch immer mehr Chancen rausarbeiten. Vor allem da auf der rechten Seite ist auf Platz über Zoller. Also. Aus hier rübergelegt und da ist es! Córdoba mit dem 1:1. Das lange sehnte Tor. Und das hat er klasse gemacht. Hat heute viel gearbeitet und belohnt sich dann am Ende auch. Nimmt den Ball da klasse mit der Brust an. Und Schmidt mit der klasse Vorarbeit. Also der hat sich auch schon ausgezeichnet. Seitdem er hier drin ist, kommen da richtig gute Chancen zustande. Und da Córdoba wird da gehalten, gezogen, nimmt ihn mit der Brust, schirmt den Ball gut ab und macht es dann eiskalt. Und da gibt es dann auch nichts zu machen. Mit dem Schlussmann bei Wien Wiesbaden.
Somit ist der Ausgleichstreffer erzielt und es ist noch genug Platz, um hier das nächste zu machen. Da versucht er den gleich wieder aufzulegen für Córdoba. Und die Hintermannschaft von den Wiesbaden wirkt jetzt hier schon sehr verunsichert. Aber das ist natürlich auch eine Qualität, die sich über so eine lange Zweitligasaison auch mal auszahlen kann. Dass du dich nicht aufgibst, immer weiter kämpfst und dann auch immer wieder rankommst. Ja, also hier in der 83. das Tor zu schießen, um dann auch noch weiterzumachen. Das sind genau die Qualitäten, die es eben braucht, um am Ende oben zu stehen. Stark aufgepasst. Ja, da scheint sich der Franzose Sergio noch ein bisschen wehgetan zu haben. Hält sich da das rechte Schienbein. Ja, falscher Einwurf. Da sind der Ball nämlich aus den Händen gerutscht. Also, die letzten knapp 5 Minuten sind hier angebrochen. Und der FC, die wollen hier weiter und die wollen ja auch als Sieger vom Platz gehen. Das zeigt auf alle Fälle gute Moral in der Mannschaft. Ja, und da hat er den erstmal nicht festhalten können, Thomas Kessler. Vielleicht gleich die Kontermöglichkeit. Aber er kriegt ihn nicht durch. Lorenzen. Ja, da kommt er gut zu spät. Marco Höger und gibt dann da auch Gelb für der Kapitän heute. Hat eine gute Partie gemacht, vor allem in der ersten Halbzeit hat er mir sehr gut gefallen. Und das ist dann somit auch die erste gelbe Karte für den FC in dieser Partie. Ja, er trifft schon den Ball, aber kommt auch schon ganz schön angerauscht. Zumindest sah es in der Kameradstellung davor so aus, als hätte er den Ball gespielt. In der zweiten sah es dann weniger danach aus. Und jetzt nochmal volle Konzentration beim Verteidigen dieses Freistoßes. Und die ist auch da. Ist Córdoba. Córdoba, das Tor ist fast frei. Ja, probiert es dann natürlich. Warum auch nicht? Aber die Fahne ist oben gewesen. Jetzt aus der Kameraeinstellung nicht zu sehen, ob er da überhaupt im Abseits stand. Aber ich denke mal, der Linienrichter hatte da deutlich bessere Sicht. Haben das hier und heute auch sehr gut gemacht. Gab auch nichts Größeres zu monieren. Beide Mannschaften haben hier einen fairen Zweikampfstil geführt. Es war eine Härte da, aber es war keine übertriebene Härte da. Und das ist natürlich auch wichtig bei so einem Testspiel. Man will nicht mit Verletzungen rausgehen. Bisher hat das auch noch gut geklappt. Und lange müssen sie eh nicht mehr durchhalten.
Wir sind in der 90. Spielminute. Das heißt, wir haben vielleicht mal die Möglichkeit zu schauen, gegen wen es als nächstes rangeht. Für den FC geht es dann zu Hause gegen Paderborn am 16. September. Aber jetzt nochmal geschaut auf Córdoba, der jetzt richtig Lust hat, hier noch einen Treffer zu erzielen. Natürlich nur gut, wenn man neben Terodde auch noch einen Córdoba hat, der nur von Selbstbewusstsein strotzt. Da müssen sich natürlich die Gegner in Acht nehmen. Also, am 16. geht es dann wieder weiter mit der Bundesliga. Köln gegen Paderborn. Und da soll natürlich die Erfolgsgeschichte weitergeschrieben werden. Am besten mit 3 Punkten zu Hause. Und dann wäre es hier nochmal fast in die Hose gegangen. Wessler war da womöglich noch dran gewesen, deswegen gibt es den Eckball. Und da war der Schuss im Ganzen abgefälscht. Wir schauen mal nochmal drauf. Nee, es war eine klasse Parade von Thomas Kessler, der sich da nochmal richtig auszeichnen konnte. Und jetzt gibt es womöglich nochmal die allerletzte Chance für Wien Wiesbaden, mit diesem Eckball doch noch in Führung zu gehen. Das war's. Es gibt keinen Sieger nach diesem Testspiel zwischen Wien Wiesbaden und dem ersten FC Köln. Es war ein durchwachsenes Spiel. Am Ende konnte man zumindest noch verhindern, hier die Niederlage mitzunehmen. Jetzt haben die Jungs am Wochenende frei und dann geht's wieder weiter in der zweiten Liga. Bis zum nächsten Mal. Thank you.